Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um ein Update zu einem Produkt und gleichzeitig um den Amazon Echo. Nämlich es geht um die Reolink Smart Home Überwachungsserie, die ich euch in der Vergangenheit mehrfach ans Herz gelegt habe, weil ich die Cams einfach super feier, weil ich einfach aus gutem Gewissen heraus sagen kann, dass diese Cams derzeit die besten vom Preis-Leistungs-Verhältnis im günstigen Preissegment sind, wenn es um smarte Überwachung geht. Und genau deswegen bin ich immer dran geblieben, weil diese Cams hatten einen ganz, ganz großen Manko in der Vergangenheit und der hieß Amazon Echo-Kompatibilität. Wir haben damit angefangen vor 2 Jahren, ihr erinnert euch vielleicht, und damals hieß es schon von Reolink, wir arbeiten daran, dass endlich der Skill auf den Markt kommt, dass man die Kameras sich über den Bildschirm vom Amazon Echo anzeigen lassen kann. Bis dato ist nichts passiert und jetzt endlich 2020, 2 Jahre später, ist der Skill auf den Markt gekommen und endlich könnt ihr eure Reolink Cams mit dem Amazon Echo verbinden. Dazu einfach einmal im Amazon Skill Store in der Alexa App einfach einmal Reolink eingeben und schon kommt ihr auf den offiziellen Skill. Ihr müsst einfach kurz euer Konto verknüpfen, so wie wir das auch schon von anderen Smart Home Herstellern kennen. Und dann könnt ihr die komplette Argus Serie verbinden, die komplette RLC Serie verbinden, die E1 Serie, die C1 Serie. Also alle Cams, kann man wirklich sagen, die Reolink derzeit auf dem Markt hat, sind jetzt endlich kompatibel. Ich weiß, viele von euch haben sich die Kameras damals schon geholt und haben eigentlich nur auf den Skill gewartet. Deswegen habe ich auch für euch hier direkt dieses Video gemacht, dass ihr auch direkt Bescheid wisst, dass ihr die jetzt kompatibel machen könnt, dass ihr die koppeln könnt. Und wer noch keine Kamera hat oder ihr möchtet jetzt auch aufgrund dessen euer Sortiment erweitern, Reolink hat tatsächlich, das habe ich aus Zufall entdeckt, gerade bei Amazon für diese Aktion einige Coupons reingestellt. Da könnt ihr einiges nochmal sparen. Das heißt, wenn ihr das nochmal euch anschauen wollt, habe ich euch natürlich den Link einmal in die Infobox gestellt. Dort könnt ihr euch nochmal durchklicken, könnt nochmal schauen, welche Reolink-Kamera für euch die beste ist. Wie gesagt, meiner Meinung nach und das auch schon jetzt seit langem im Langzeittest, die besten Cams für kleines Geld, die vor allen Dingen qualitativ und vom Funktionsumfang unfassbar erweitert worden sind. Ihr könnt mittlerweile in der App Felder ausblenden, was früher nur die ganz großen Cams konnten. Das heißt, hier hat man auch datenschutztechnisch aufgearbeitet das Ganze. Ihr könnt natürlich mobil runterladen Videoclips, ihr könnt sie lokal speichern. Dazu natürlich gibt es noch die komplette Akkuserie. Hier braucht ihr euch keine Gedanken mehr zu machen über Kabelverbindungen etc. etc. Von daher hat Reolink tatsächlich diesen Markt weiter abgedatet und ich werde euch natürlich auch weiterhin, wenn ich etwas Neues bei dieser Serie finde, auf dem aktuellsten Stand halten und ihr bekommt sowieso, das wisst ihr von mir, mehrfach die Woche alle News, alle Reviews aus der Smart Home Welt, aus der Technik Welt, deswegen lasst unbedingt ein Abo da. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann verpasst ihr nichts mehr und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Schreibt mir noch in die Kommentare, was eure Lieblings-Smart Home Cam ist. Interessiert mich unfassbar und ich mache natürlich, wenn ihr sagt, diese oder diese Kamera solltest du dir mal anschauen, gerne das eine oder andere Video dazu. Von daher Vorschläge und so weiter auch gerne in die Kommentare. Und ich freue mich drauf, freue mich auf das nächste Video mit euch. Wünsche euch bis dahin viel, viel Spaß mit der Technik. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.